Erster Tag auf dem Stuttgarter Weindorf und an der Laube 17 ist bereits schon ganz gut was los. Einer, der hier arbeitet, ist Daniel Kuhnle, ein Jungwinzer. Aber was macht denn einen Jungwinzer aus? Also Winzer ist eher die ältere Generation. Winzer im Allgemeinen ist der Ausbildungsberuf. Im Schwäbischen sagt man Wengerter dazu. Und wir Jungwinzer sind einfach die folgende Generation, die jetzt versuchen, mit neuen Methoden, mit neuen Aktionen einfach Fuß zu fassen. Die jungen Wilden möchten also bei den Großen mitspielen. Und das Stuttgarter Weindorf ist ihre erste Gelegenheit zu beweisen, dass die Weine von Daniel und den anderen Jungwinzern auch schmecken. Wir möchten die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass es hier regionale gute Weine gibt. Und es ist uns ganz wichtig, dass hier auch auf dem Stuttgarter Weindorf Weine direkt vom Winzer ausgeschenkt wird. Außer Daniel sind es 17 weitere Jungwinzer aus dem Stuttgarter Umkreis. Einer von ihnen ist Andreas aus dem Remstal. Für ihn ist das Auftreten auf dem Weindorf eine große Ehre. Es gab eine Anfrage von dem Betreiberverein hier, wer denn Lust hätte, von den Jungwinzern hier aus dem Raum Stuttgart mitzumachen. Und dann haben wir gesagt, hey, Stuttgarter Weindorf, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Da möchte ich dabei sein und dann haben wir uns gemeldet und man hat sich so getroffen. Dann hat sich dieses Team hier mit 18 Leuten eingetroffen. Und an der Hausnummer 17 können sich die Gäste selbst von den Jungwinzern überzeugen. Die haben zwei Lauben, an denen sie unter anderem Weine aus Göppingen oder aus Bad Cannstatt verkaufen. Andreas möchte in den nächsten 12 Tagen zeigen, wie motiviert die Jungwinzer sind. Ja, wir wollen einfach so ein bisschen zeigen, was wir können. Wir sind jung, wir sind fit, wir wollen hier Gas geben, ganz klar. Und ich denke, dafür haben wir hier eine gute Plattform und schauen mal, was draus wird, ja. Damit meint er allerdings nicht Gas am Glas, sondern die Vorstellung ihrer Lieblingsweine, die für Gesprächsstoff sorgen sollen. Ob Rot, Weiß oder Rosé, hier gibt's alles. Den einen perfekten Wein gibt es für Andreas aber nicht. Sich auf einen feinen Wäsch zu legen, wäre, glaube ich, ziemlich langweilig auf Dauer. Man hat immer so situationsbedingt seine Lieblingsweine. Heute stoßen Andreas und Daniel mit einem Rosé auf ihr erstes Mal auf dem Weindorf an. Beiden wurde schon früh der Wein in die Wiege gelegt. Solange ich decken kann, bin ich quasi im Weingut unterwegs. Meine Mutter hat früher gesagt, mit 2 Jahren habe ich meinen Schnuller schon in ein Viertel des Glas reingetunkt und den Wein schon gesüffelt.